Heute begrüße ich Sie aus Amsterdam, ganz genau gesagt aus dem Konzertgebäude. Heute Abend habe ich die große Freude, mit dem Konzertgebäudeorchester und Klaus Mekeler am Pult zu spielen. Ernst Bloch, Schelomo. Das Royal Konzertgebäudeorchester zählt zu den absoluten Spitzenorchestern der Welt. Und wir haben uns gedacht, dass wir Ihnen dieses Orchester näher vorstellen möchten. Natürlich spielen hier die besten Musiker, aber was ist es wirklich, was so ein Orchester ausmacht? Part of it, of course, has to do with the hall. Instrument sounds very beautiful in this hall, and that is inviting to do something extra, something nice. You're not fighting to get a good sound, but it helps you. And I think another part of it is the atmosphere and the tradition in the orchestra of being very inviting for musicianship. Ich denke, was es wirklich ausmacht, ist, dass nicht so direkt gespielt wird, nicht direkt reagiert wird auf den Schlag oder auf Dinge, die passieren, sondern dass es immer so ein bisschen wellenartige Bewegungen sind, die durchs Orchester laufen. Und dadurch ist es etwas runder, etwas weicher, denke ich. Das Konzertgebäude gehört zu den schönsten und besten Konzertsälen der Welt. Und so wollten wir uns auch über die Geschichte dieses einmaligen Gebäudes ein wenig kundig machen. Hallo, herzlich willkommen im Konzertgebäude. Kommen Sie rein, bitte. Also Sie müssen sich vorstellen, das Konzertgebäude ist 1888 eröffnet. Damals wusste man rein physikalisch gesprochen eigentlich so ziemlich gar nichts über Akustik. Man wusste nur, wie gute Saale klingen könnten. Okay. Und deswegen hat man hier im Grunde genommen eine Kopie gebaut. Und das ist eine Kopie des Leipziger Gewandhauses, des großen Saal des Leipziger Gewandhauses, und zwar des zweiten Leipziger Gewandhauses, das ja dann im Zweiten Weltkrieg abgebrannt ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack.